Haltung der Arbeitgeber in den ersten beiden Verhandlungsrunden war überhaupt gar keine Haltung, sondern war eine Beleidigung uns gegenüber. Und die können wir nicht so ohne weiteres hinnehmen. 4,5%, eine vernünftige Altersteilzeit und gute Regelung für das Thema Werkverträge. Das ist etwas, was diese Stahlbranche verkraften und vertreten kann. Das bringt kein einziges Stahlunternehmen um. Das sind andere Sachen. Und deshalb ist das mehr als gerecht, wenn wir für 4,5% mehr Geld einstehen. 1,3% haben sie uns angeboten. Und dann soll das Ganze auch noch über eine Laufzeit von 15 Monaten gehen. Deshalb stehen wir hier, damit die Arbeitgeber merken, damit kommen sie nicht durch. Wir wollen mehr.